Hallo, schönen Nachmittag von den Grazer Linux-Tagen. Wir sind jetzt beim nächsten Vortrag. Der wird circa so eine halbe Stunde dauern. Das Thema ist Netzwerkverkehrsschnüffeln und das wird gehalten vom Bernhard Trummer. Der ist ja schon ein Urgestein und hat schon einige Talks und Workshops gehalten, wie zum Beispiel auch gestern beim Musikworkshop. Und ich möchte noch erwähnen, es gibt die Möglichkeit, Feedback zu geben auf Pre-Talks. Den Link findet man auf linuxtage.at. Da kann man schreiben, konstruktives Feedback zu dem Talk. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, im IRC mitzudiskutieren. Der Bernhard ist im IRC und wird dort die Fragen beantworten. Sein Username ist Slash und vielleicht hört man ihn nach dem Vortrag noch einmal für ein kurzes Q&A. Dann würde ich sagen, let's go. So, willkommen zu meinem Videovortrag zum Thema Netzwerkverkehr schnüffeln. Mein Name ist Bernhard Trummer. Wer mich nicht kennt, ich habe vor langer, langer Zeit auf der TU Graz Telematik studiert, arbeite auch ungefähr seit dieser Zeit bei der Firma Beyond, früher unter dem Namen Infonova bzw. BearingPoint bekannt, bin dort Softwarearchitekt bzw. Entwickler. Mein Hauptfokus dort ist Java und Spring Framework. Ich bin, seit es die Linux-Tage gibt, quasi ein regelmäßiger Vortragender. Ich spiele generell gerne mit Software, Netzwerken und Hardware herum und spiele auch Gitarre in einer Hobby-Metal-Band. Und worum es heute geht, ist wie gesagt Netzwerkverkehr schnüffeln. Dazu werde ich euch eine Einleitung geben, was ich genau damit meine, warum man das machen will und wie man das macht. Dazu werde ich drei Tools vorstellen. Das erste ist TCP-Dump, dann Wireshark, dann MITM-Proxy. Zu jedem von diesen Tools werde ich eine kleine Live-Demo vorführen und am Ende gibt es eine Frage- und Antwortsitzung. So, nun zur Einleitung. Stellen wir uns vor, du hast irgendein Gerät, das kann auch eine Smartphone-App sein, und du weißt, dass das Ding über das Netzwerk kommuniziert. Und die Idee ist jetzt, dass du mithören willst, und ich werde das im weiteren Verlauf als Sniffen bezeichnen. So, die Frage ist einmal, warum will man das tun? Reine Neugierde kann einmal ein guter Grund sein, insbesondere wenn man etwas Neues lernen möchte. Kontrolle kann ein anderer Grund sein, zum Beispiel ich möchte Netzwerkkonfigurationen überprüfen, ob sich die Dinge wirklich so verhalten, wie ich es möchte. Oder ich möchte mir ein Gerät anschauen und sehen, zu wem es nach Hause telefoniert. Oder bei einer Smartphone-App, die behauptet, es werden keine personenbezogenen Daten in die Cloud auch raufgeladen, möchte ich vielleicht überprüfen, ob das wirklich so ist. Und vieles mehr. Reverse Engineering kann ein weiterer Grund sein. Stellen wir uns vor, wir haben eine Client-Server-Architektur, wo ein Client über das Netzwerk mit einem Server kommuniziert. Dann kann es zum Beispiel Fälle geben, ich möchte einen eigenen Client schreiben. Ein Beispiel dafür haben wir vor 2 Jahren auf den Grazer Linux-Tagen gehabt, wo ich dem Alex geholfen habe, für seinen LG-Fernseher eine eigene Fernbedienungs-App zu schreiben. Oder auf der anderen Seite, du möchtest vielleicht einen Ersatz-Server schreiben. Hier ein nettes Beispiel vom 31C3. Da ist es darum gegangen, dass da ein paar Jungs ein Spiel weiterhin spielen wollten auf der PlayStation, obwohl der Game Server dahinter bereits abgedreht worden ist. Kann ich wirklich nur empfehlen, diesen Vortrag, der ist wirklich erstklassig. So, wenn du jetzt sagst, das ist cool, das möchte ich auch machen, was brauche ich jetzt eigentlich dafür? Das erste, was du brauchst, ist TCP-Dump und Root-Zugriff. Das ist das erste Tool, was ich vorstellen möchte. Dann, wenn du den gesnifften Netzwerkverkehr genauer analysieren möchtest, wirst du Wireshark brauchen. Das wird das zweite Tool sein, das ich vorstelle. Wenn du jetzt Embedded-Dinge hast, zum Beispiel einen Smart-TV, dann wird das ein bisschen schwieriger, weil du eben auf einem Smart-TV nicht so ohne weiteres Root-Zugriff hast oder einen TCP-Dump installieren und laufen lassen kannst. In dem Fall, was ich eben damals beim Alex gemacht habe, ist, dass wir einen dezidierten Router hergenommen haben. Das ist einfach ein Ding, das 2 Netzwerkinterfaces hat. Das kann jetzt ein alter PC sein, den du zufällig zu Hause herumstehen hast, dem du einfach eine zusätzliche Ethernet-Karte spendierst oder einen WLAN-Stick dran stöpselst. Es kann auch ein Raspberry Pi sein. Die neueren davon haben auch schon Ethernet und WLAN drauf. Oder einfach irgendein anderes Kastel.
Dann etwas Netzwerkkonfiguration für dieses Kastl, zum Beispiel im Falle von einem WLAN-Stick, dass du den WLAN-Stick als Access Point betreibst, vielleicht ein NAT dabei hast und so weiter. Und da möchte ich jetzt auch nur auf einen älteren Vortrag von mir verweisen, wo ich das alles schon besprochen habe. So, das erste Tool, das ich vorstellen möchte, ist TCP-Dump. Es handelt sich dabei um ein Kommandozeilentool, welches als Root ausgeführt werden muss, wie ich vorher schon kurz erwähnt habe. Die wichtigsten Optionen dabei sind -i für das Interface, das man sniffen möchte, -w, um die gesnifften Daten in ein File zu speichern, und -v, falls man selber auf der Kommandozeile mitschauen will, was für Pakete gesnifft worden sind. Für andere Optionen bitte in der entsprechenden Man-Page nachlesen. Was es dann noch gibt, sind sogenannte Expressions. Damit kann man auswählen, welche Pakete mit -v oder mit -w in das File geschrieben werden sollen. Beispiele dafür sind Proto-UDB, das bedeutet, ich möchte nur UDB-Pakete gelockt haben, oder DSD Port 80, das heißt nur Pakete, die auf Zielport 80 gehen, sollen im Log sein, oder logische Ausdrücke wie AND, OR, Klammersetzungen und NOT gibt es, und vieles mehr. Auch hierfür siehe wieder die entsprechende Man-Page. Ein Beispielaufruf ist hier zu sehen. Mit -i sage ich hier, ich möchte das WLAN-Interface sniffen. Mit -w sage ich, in welche Datei ich den Sniff gespeichert haben möchte. Und der letzte Teil hier ist eine Filter-Expression, mit der ich sage, nur alles, was zu dieser IP-Adresse hinein und hinaus geht, möchte ich im File haben. Dann ein paar Worte noch zu diesen PCAP-Files. Es handelt sich de facto um ein Standard-Dateiformat zum Speichern von Netzwerkpaketen. Es gibt Libraries für praktisch alle verbreiteten Programmiersprachen, die es gibt. Und dadurch gibt es auch unzählige Tools, die im wahrsten Sinne des Wortes irgendetwas mit PCAP-Files machen können. Und es gibt natürlich auch einen PCAP-Mode für den Emacs, allerdings habe ich ihn selber noch nie ausprobiert. Damit sind wir auch schon bei der Demo für TCP-Dump. Als Vorbereitung dafür habe ich mich schon auf meinen Router als Root eingeloggt und wir könnten eigentlich auch schon gleich loslegen. Nur dummerweise fällt mir jetzt der Interface-Key nicht ein. Das heißt, da können wir mit ifconfig nachsehen. Und wenn ich jetzt das WLAN sniffen möchte, das ich habe, das wäre dann dieses Interface. Dann gebe ich dieses Interface bei der Option -i als Parameter an. Zusätzlich noch die -v-Option. Und mit -w, dass ich das alles, was ich mitsniffe, in ein File schreibe. Und dann können wir eigentlich schon loslegen. Diesmal wirklich. Links unten sehen wir auch einen Zähler. Momentan steht er noch auf 0, was daran liegt, dass bei meinem Handy das WLAN noch nicht eingeschaltet ist. Wenn ich das aber nachhole, dann sollten wir in wenigen Sekunden schon Netzwerkverkehr sehen, so wie jetzt. Und ich würde sagen, ich lasse es einmal laufen. Dann mache ich nebenbei einen Browser auf und mache die Homepage der Grazer Linux-Tage auf. So, dann haben wir schon genug Pakete gesnifft und jetzt würde ich sagen, brechen wir das ab. Wenn man jetzt noch die W-Option weglassen würde und nur das -v steht, ich gebe noch das -n dazu, was dann bedeutet, dass IP-Adressen nicht versucht werden, auf Domainnamen zurück aufzulösen, wenn man das jetzt nur so laufen lässt, dann sieht man halt den normalen Konsolen-Output, wo man auch mitlesen kann, was passiert. Aber in den meisten Fällen ist es sinnvoller, wenn man mit der W-Option alles in ein File schreibt, weil man sich dann mit Wireshark, was ich als nächstes vorstellen werde, sich einfach leichter tut mit der Analyse. Das zweite Tool, das ich vorstellen möchte, ist Wireshark. Es handelt sich um ein grafisches Tool zur Anzeige von PCAP-Files. Das Schöne dabei ist, es kann praktisch alle Netzwerkprotokolle, die es gibt auf der Welt, parsen und aufbereitet darstellen. Es hat auch ähnliche Filter-Expressions wie TCP-Dump, zum Beispiel DNS, wenn man nur DNS-Requests und Responses sehen möchte, oder Einschränkungen auf bestimmte IP-Adressen, oder zum Beispiel nur HTTP-Responses, bei denen der Response-Body einen bestimmten Suchstring enthält, und natürlich vieles mehr. So, damit würde ich dann auch schon zur Demo kommen. Als Vorbereitung habe ich das CAP-File, das ich vorher mit TCP-Dump aufgezeichnet habe, schon zu meinem PC übertragen und mit Wireshark geöffnet. Das sieht dann in etwa so aus. Prinzipiell besteht Wireshark jetzt in
aus drei Sektionen. In der oberen Sektion sieht man die Liste der gesnifften Pakete. Wenn ich jetzt eines auswähle, sieht man dann in der mittleren Sektion eine Aufschlüsselung. Ich klappe das einmal zu. Das heißt, man sieht jetzt Details, was steht im Ethernet-Frame drinnen, was steht im IP-Header drinnen, was steht im UDP-Header, weil es in diesem Fall ein UDP-Paket ist. Und weil es in diesem Fall ein DHCP-Paket ist, kann man dann dort aufklappen und schauen, was da dann wirklich drinnen steht. Das heißt, man muss jetzt nicht den Hexdump, den man da unten sieht, jetzt mit der RFC gegenchecken, sondern man kann Wireshark die Arbeit machen lassen und sich die ganzen Felder, die halt definiert sind, sich anzeigen lassen. Dann man sieht, dass die Zeilen farbcodiert sind. Das kann man hier unter View Coloring Rules einstellen. Das heißt, alles, was hier rot ist, sind zum Beispiel Verbindungsabbrüche bei TCP. Alles, was schwarz ist, sind halt irgendwie andere Fehler. HTTP wird dann gleich noch interessant werden, das ist grün. Und TCP UDP halt so ein bläulicher Ton. Man kann auch eigene Regeln natürlich definieren, indem man halt eine beliebige Filterregel definiert und dann später halt eine Farbe zuweist. Das mache ich jetzt nicht. Wenn man jetzt ein bisschen weiter scrollt, da sehen wir jetzt zum Beispiel eine Verbindung auf Port 80 irgendwo hin. Das bedeutet, das ist höchstwahrscheinlich ein HTTP-Request. Was man dann hier auf der linken Seite sieht, ist so eine Klammer. Und man kann jetzt dann mit dem Mausrad halt runterscrollen und die dazugehörigen Pakete herauslesen. Oder was sinnvoller ist, man kann auch mit der rechten Taste draufdrücken und sagen Follow TCP Stream. Was dann passiert ist, dass hier ein Filter eingerichtet wird, mit dem gleich einmal alle Pakete selektiert werden, die jetzt zu dieser Verbindung gehören. Und wenn wir uns die Payload anschauen, also alles, was rot ist, sind Daten, die gesendet werden, alles, was blau ist, sind Daten, die empfangen werden. Dann sieht man hier einfach, das sind zwei HTTP-Requests. Was das genau ist, kann man sich von diesen Hostnamen erdenken. Das ist nämlich der Weg, wie Android feststellt, ob er jetzt wirklich eine Verbindung zum Internet hat. Er versucht dann halt einfach einen kleinen GET-Request auf einen Server bei Google aufzumachen, und wenn der eine Antwort gibt, dann sagt das Android, hurra, ich bin im Internet. Dann, man kann mit diesem Kreuzerl diesen Filter wieder löschen, dann ist man in der vorigen Ansicht zurück. Was gibt es noch? Ja, hier zum Beispiel sieht man eine TLS-Verbindung. Erkennt man daran, dass sie mit Zielport 443 beginnt und mit einem Client Hello. Wenn wir ein bisschen weiter schauen, hier gibt es dann eine Antwort vom Server, wo dann auch ein Zertifikat zurückkommt. Das kann man sich dann auch anschauen. Und in diesem Fall ist das von KDE Connect. Das kommt von daher, weil ich auf meinem Handy die KDE Connect Applikation installiert habe und der sich versucht, mit meinem PC wieder zu verbinden. Man kann auch noch weiterschauen, ob es noch was Interessantes gibt. Aber bevor ich mir jetzt die Pakete weiter anschaue, probieren wir vielleicht einen Filter aus. DNS war jetzt eben ein Beispiel von den Folien von vorher. Wenn ich jetzt diesen Filter anwende, dann sehe ich alle DNS-Abfragen, die mein Handy jetzt gemacht hat. Man sieht das allererste Mal, nachdem man das WLAN einschaltet, will er halt gleich einmal zu Google und zu diesem Connectivity-Check, um festzustellen, ob er wirklich im Internet ist. Dann gibt es da noch zwei komische Hosts, die halt auch irgendwie mit Google zusammenhängen. Weiter unten sieht man dann, okay, auf Facebook will er auch, warum auch immer. Und hier ist dann, wo ich im Chrome-Browser die Homepage der Linux-Tage aufgemacht habe und wo das media.ccc.de herkommt. Das ist, weil auf der Homepage ein Link zu Videoclips eingebunden ist, die von ccc.de dann geladen werden bzw. dort gehostet sind. Und falls ihr euch fragt, warum da jetzt Facebook auf 127.0.0.1 aufgelöst wird, das liegt daran, dass ich auf meinem Router DNS-Mask installiert habe, was dann im Prinzip das macht, was Pi-hole auch tut. Also sprich,
alle unerwünschten Domainnamen einfach auf Localhost verbiegen, damit alle Verbindungen vom, in dem Fall vom Handy, halt ins Leere gehen. Dasselbe gilt dann für Google Analytics oder Ad Services und was es da halt sonst noch alles gibt. Das wird einfach alles abgefackelt auf 127.0.0.1. Dann nehmen wir jetzt zum Beispiel die Linux-Tage her. Da können wir uns auch den DNS-Query bzw. dann hier die Antwort anschauen. Man kann dann auch die DNS-Antwort aufklappen und sich ein beliebiges Feld oder von einem beliebigen Feld sich den Value herauspicken. Und dann kann man damit eine Filter-Expression schreiben, zum Beispiel IP-Adresse ist diese IP-Adresse von dem Linux-Tages-Server. Dann sehe ich alle Pakete, die jetzt eben wirklich von der Linux-Tage-Homepage hinein und hinaus gehen. Und wie erwartet ist alles schön brav TLS. Also wenn ich jetzt versuche, Follow TCP Stream, dann das Einzige, was der Klartext ist, ist dann quasi nur die Zertifikatsinformation und alles andere ist verschlüsselt, so wie es sich gehört. Aber bevor ich ein Tool vorstelle, mit dem man dann doch in die TLS-Verbindungen hineinschauen kann, möchte ich euch im Wireshark noch etwas zeigen. Dazu beende ich diesen Filter vorher. Und zwar im Statistics-Menü, da gibt es ein paar nette Sachen. Man kann sich zum Beispiel eine Übersicht über alle sogenannten Konversationen anzeigen lassen. Hier zum Beispiel auf Ethernet-Ebene oder auf IPv4-Ebene. Es gibt eine grobe Übersicht, welcher Host mit welchem anderen Host wie viele Pakete ausgetauscht hat. Man kann natürlich sortieren und die häufigst aufgerufenen Server oder dort, wo am meisten Datentransfer stattgefunden hat, damit identifizieren. Was es noch gibt, sind, oder ist der IO-Graph, der im Prinzip die Pakete pro Sekunde anzeigt. Man kann es auch auf ein feineres Raster stellen. Und ungefähr in dem Bereich, wo viel Netzwerkverkehr passiert ist, habe ich eben die Homepage der Linux-Tage aufgerufen. IPv4-Statistik sind auch noch ganz nett. Man kann sich jetzt alle Ziele und Ports auflisten und zusammenzählen lassen. Und hier sieht man zum Beispiel, dass die 10.8er-Adresse am häufigsten involviert war, was jetzt kein Wunder ist, weil das ist die IP-Adresse von meinem Handy. Und hier sieht man, dass die zweite IP-Adresse offensichtlich die war, mit der am meisten Daten ausgetauscht worden sind. Ja, dann gibt es da noch einen Throughput-Graph bei den TCP-Streams. Da kann man dann zum Beispiel beobachten, wie der Datendurchsatz sich verhaltet. Insbesondere, wenn man jetzt nicht nur kurze Requests hat, sondern irgendwie längere Downloads, könnte man da sich dann anzeigen lassen, wie sich die Download-Geschwindigkeit entwickelt über die Zeit. Und Stichwort Zeit. Hier gibt es eine Zeitspalte. Wenn man jetzt ganz nach oben geht, beginnt die Zeit bei 0, was jetzt natürlich nicht die echte Zeit ist, mit der ich den Sniff gestartet habe. Das kann man aber umschalten, indem man mit der rechten Taste drauf geht, Edit Column und dann hier beim Typ sagt, ich möchte die UTC-Time haben, damit OK bestätigen. Und dann wird die echte Uhrzeit angezeigt auf Mikrosekunden genau. Und das ist insbesondere dann interessant, wenn du zum Beispiel einen Sniff gemacht hast und du weißt, dass zu einer bestimmten Zeit irgendetwas passiert ist, dann kannst du dann diese Zeit halt hier heraussuchen und genauer schauen, was da in dieser Umgebung dann wirklich passiert ist. So, und hiermit beende ich die Demo von Wireshark und es geht jetzt mit dem Vortrag weiter. Das dritte und letzte Tool für heute ist MITM-Proxy. MITM steht für Man in the Middle und es handelt sich dabei um einen HTTPS-Proxy. Wenn man diesen Proxy das erste Mal startet, legt er sich selbst einmal ein sogenanntes CA-Zertifikat an. Und dann funktioniert es so, dass für jeden eingehenden Request der Proxy erkennt, zu welchem Server sich der Client eigentlich verbinden wollte. Für diesen Server wird dann on the fly ein eigenes Zertifikat ausgestellt und damit wird der TLS-Handshake zum Client abgeschlossen. Gleichzeitig verbindet sich der Proxy selber zum Server über einen eigenen TLS-Handshake.
und dadurch kann der Proxy alle Datenpakete im Klartext mitlesen. Hier ist noch ein Link zur Dokumentation. So, der aufmerksame Zuhörer sollte jetzt sich fragen, ja Moment einmal, TLS sollte doch eigentlich genau solche MITM-Sachen verhindern. Prinzipiell ist das auch der Fall und deswegen muss auch das CA-Zertifikat von MITM-Proxy in den Client importiert werden. Wie das funktioniert, ist auf dieser Dokumentationsseite aufgelistet. Da gibt es hier eine Liste von weiteren Links, wie man halt dieses CA-Zertifikat unter verschiedenen Betriebssystemen importieren kann. Einen Haken gibt es allerdings noch, wenn der Client nämlich Certificate Binning macht, dann wird es schwierig. Aus zeitlichen Gründen werde ich jetzt nicht darauf eingehen, was das genau bedeutet, aber letztendlich bedeutet es, dass man den Client selbst modifizieren muss und der Aufwand dafür kann je nach Art des Clients sehr groß werden und je nachdem, ob der Hersteller jetzt bestimmte Schutzvorrichtungen implementiert hat, um genau solche Modifikationen zu verhindern, das kann den Aufwand noch einmal deutlich in die Höhe treiben. Der nächste Punkt ist, in welcher Art ich MITM-Proxy betreiben möchte. Hier gibt es mehrere Arten zur Auswahl. Welche davon ist jetzt die beste für den jeweiligen Anwendungszweck? Da möchte ich auch auf die Dokumentation verweisen. Die enthält nämlich einen schönen Entscheidungsbaum und abhängig davon, was man sniffen möchte oder wie man auf den Client Konfigurationen anwenden kann, ist eine der genannten Betriebsarten die beste. Weiter unten ist dann noch aufgelistet, wie jede Betriebsart genauer funktioniert und was dann so typische Konfigurationen sind. Ich selber verwende MITM-Proxy meistens im Transparent-Proxy-Mode. Dazu muss man als erstes zwei IP-Tables-Regeln einrichten. In diesem Fall bedeutet das, ich möchte mich ins WLAN-Interface reinhängen und ich möchte die Ports 443 bzw. 80 auf einen beliebigen anderen Port umleiten. Auf diesem Port starte ich dann MITM-Proxy und ich muss auch angeben, dass er im transparenten Modus gestartet werden soll und die IP-Adresse von oben ist in meinem Fall jetzt die IP-Adresse vom WLAN-Interface. Wenn man dann mit dem Sniffen fertig ist, darf man halt auch nicht vergessen, die IP-Tables-Regeln wieder zu löschen. Eine nette Sache gibt es noch, wenn man dieses Git-Repository klont. Es enthält ein Python-Skript, das man mit der -S-Option dem MITM-Proxy übergeben kann. -S bedeutet einfach nur, dass ein externes Skript eingebunden werden kann, also sowas ähnliches wie ein Plugin. Und dieses konkrete Python-Skript macht nichts anderes, als die Klartext-Kommunikation in ein Output-Backup-File zu schreiben, welches wiederum ganz normal in Wireshark geöffnet werden kann. So, auch für MITM-Proxy habe ich eine kleine Demo vorbereitet. Dazu bin ich hier wieder mit einer Shell auf meinem Router drauf, also mit einer Root-Shell. Was habe ich vorbereitet? Drei Skripte. Ich zeige sie mal kurz her, was da drinnen steht. In dem Enable Transparent Proxy steht genau das drinnen, was ich in den Folien gehabt habe, also die beiden IP-Tables-Regeln, mit denen ich Port 80 und 443 dann auf einen anderen Port umleite. Das führe ich gleich einmal aus. Dann, wenig überraschend, im Disable Transparent Proxy Skript sind die Delete-Regeln drinnen, damit ich diese beiden IP-Tables-Regeln wieder entfernen kann, wenn ich dann mit der Sniffing-Sitzung fertig bin. Und ich habe auch ein kleines Wrapper-Skript für TCP-Dump geschrieben, damit ich auch nicht immer den ganzen Apparat eingeben muss. Das werde ich jetzt auch gleich ausführen und diesmal sage ich WLAN. Ich möchte alles in WLAN-MITM.cap gespeichert haben. So, dann hier in einer zweiten Shell bin ich als normaler User eingeloggt. Was habe ich dort vorbereitet? Das erste ist der Git-Klon von diesem MITM-PCAP-Repository, das ich in den Folien erwähnt habe. Und auch ein MITM-Proxy-Wrapper-Skript, wo ich auch die ganze Kommandozeile drinnen habe, damit ich nicht immer alles eintippen muss. Das werde ich jetzt auch gleich starten. Das braucht jetzt ein paar Sekunden. Und dann sieht die Oberfläche einmal so aus. Als nächstes werde ich jetzt das gleiche machen wie bei der TCP-Dump-Demo. Ich werde jetzt mein Handy in die Hand nehmen und das WLAN einschalten. Und da sieht man auch schon die ersten Pakete. Man kann jetzt mit den Cursor-Tasten auf und ab fahren und sich einen seinen Request anschauen, indem man mit Enter
bestätigt. Dann sieht man halt ein paar Daten. Mit Q kommt man wieder zurück. Und jetzt mache ich auch das gleiche wie bei der DCP-Dump-Demo. Ich gehe jetzt, ich mache jetzt den Chrome auf und gehe noch einmal auf die Homepage von den Grazer Linux-Tagen. Dann scrolle ich ein bisschen runter. Das dauert jetzt noch ein bisschen, bis die Seite aufgebaut wird. Gut, also diese IP-Adresse kommt uns vielleicht noch bekannt vor vom letzten Mal. Von dort ladet er jetzt halt ein paar Sachen runter und wir können im Prinzip im Klartext mitlesen. Also wenn ich jetzt den ersten Request heraussuche, wo war er? Ein bisschen weiter oben. Hier also die Startseite der deutschen Seite mit dem /de/ hinten dran. Dann kann man dort, also ganz oben gibt es noch drei Tabs für Request, Response und Detail. Da kann man mit den Links- und Rechts-Cursor-Tasten wechseln. Und da sieht man jetzt im Prinzip den Klartext der Homepage. Mit Q kommt man wieder zurück. Was ich noch weiter mache, ist, ich werde jetzt noch die Bildergalerie anschauen von den 2019er Linux-Tagen. Okay, dauert wieder ein bisschen. So, ich gehe mal wieder runter mit dem Cursor. So, da geht es dann schon los. Da kommen die Thumbnails und die Bilder. Dann schaue ich mir ein paar Bilder an. Genau, dann kann man da mitschauen. So, ich beende jetzt den Browser wieder und schalte das WLAN ab. Und ich werde jetzt auch diese Sitzung beenden. Einfach mit der Q-Taste kommt man ganz raus. Quit, yes. Und wenn wir jetzt schauen, was sich getan hat, ist, wir haben jetzt ein Output-Pickup-File, das jetzt von diesem MITM-Pickup-Python-Script geschrieben worden ist. Und auf dem anderen Terminal habe ich jetzt einen normalen Mitschnitt auf dem WLAN-Interface. Warum ich den gemacht habe, werde ich dann in den nächsten Minuten zeigen. Aber vorher, fast hätte ich es vergessen, muss ich noch diese IP-Tables-Regeln wieder deaktivieren. So, und jetzt können wir weitermachen mit Wireshark. So, nachdem ich jetzt die beiden Backup-Files zu meinem Rechner wieder kopiert habe, schauen wir uns gleich einmal das Output-Backup an. Das ist jetzt dieses File, das von MITM-Proxy oder besser gesagt von dem MITM-Backup-Plugin geschrieben worden ist. Und wenn wir etwas runterscrollen, sehen wir auch schon hier, dass die Pakete von den Grazer Linux-Tagen Homepage im Prinzip im Klartext verfügbar sind, obwohl hier Port 443 steht. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Follow TCP-Stream noch einmal probiere, sehen wir jetzt auf einmal alles im Klartext. Außer, okay, dieser Port jetzt nicht, weil er gezippt ist, aber wenn man ihn speichern würde, dann könnte man es anzippen und sehen, was drinnen ist. Jetzt macht dann auch von der Statistik, von dem Statistikmenü, macht dann auch der HTTP-Request-Punkt etwas mehr Sinn, weil dann sieht man hier jetzt alle HTTP-Requests und Files, die halt abgefragt worden sind. Und man kann dann zum Beispiel hier von der Bildergalerie einen hernehmen und speichern. Aber da gibt es noch was Besseres, und zwar im File-Menü kann man Export Objects HTTP machen. Und hier kann man gleich alle Ressource-Files, die halt runtergeladen worden sind, speichern. Das werde ich jetzt gleich einmal machen. Und wenn wir dann also dem File Explorer zurückgehen, also zum Dolphin, und ich gehe jetzt in diesen HTTP-Folder hinein, sieht man hier alle Bilder, die ich runtergeladen habe. Also einmal in klein, einmal in unscharf, einmal in groß und so weiter. Auch PNG-Bilder, also die ganzen Icons und sonstiges Artwork,
was dabei ist. Ja, und wenn man, wie gesagt, HTTP, also verschlüsselten HTTP-Traffic sniffen will, ist das, denke ich, der beste Weg, um zum Ziel zu kommen. Und jetzt zum finalen Abschluss, warum ich jetzt noch einmal das WLAN mitgesnifft habe, weil eine Sache wollte ich hier noch zeigen. Und zwar, wenn ich nach TLS-Messages suche, wo ein Alert vorkommt, dann gibt es hier eine Handvoll Pakete, die einen Abbruch verursachen, weil das Zertifikat unbekannt ist. Wenn ich jetzt einen davon herausnehme, Follow TCP Stream, und ich schaue mir dieses Paket genauer an. Dann sehe ich, das war ein Request auf www.google.com, der jetzt von dem CA-Zertifikat von MITM-Proxy signiert worden ist, aber irgendwas im Android, was ihm diesen Request gemacht hat, macht offensichtlich Certificate-Pinning und deswegen weist der Client dann diese Verbindung ab und bricht mit einer Alert-Message ab. Also wenn du jetzt TLS-mäßig etwas aufmachen willst, wo Certificate-Binning im Spiel ist, dann wird es halt, wie vorher bei den Folien schon gesagt, schwierig, weil ohne den Client jetzt zu manipulieren, wird das dann einfach nicht gehen. So, somit bin ich mit meinem Vortrag am Ende angelangt. Am Abschluss noch eine Folie mit Informationen. Als erstes bitte Feedback geben, insbesondere bei negativem Feedback bitte genauer dazu schreiben, was dir nicht gefallen hat oder was ich besser machen soll, damit ich beim nächsten Mal das berücksichtigen kann. Dann ein Link zu den vollständigen PDF-Folien, weil für dieses Video habe ich ein paar Folien herausnehmen müssen, damit es sich zeitlich ausgeht. Und für die Übereifrigen ein Capture the Flag-Beispiel, das ihr euch runterladen und probieren könnt. Und ich würde mich über Rückmeldungen diesbezüglich freuen. Und hiermit stehe ich offen für Fragen und Antworten. Danke, Bernhard, für deinen Vortrag. War recht spannend, das zu hören, wie man beim Netzwerk da mitsniffen kann. Ich habe gesehen, es war auch einiges an Diskussion im IRC-Chat. Mhm. Und gesehen, du hast da eh schon ein paar Fragen beantwortet. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen oder gibt es noch irgendwelche Fragen aus dem Chat, die jetzt noch nicht gestellt worden sind? Ich hoffe, die Links zu den zum Feedback sind richtig gewesen im Video. Ansonsten halt bitte direkt über das Pre-Docs reingehen und reinklicken. Genau. Frage. Scheitert die Vorgehensweise nicht üblicherweise an der Installation der Man-in-the-Middle-CA auf Smart-Endgeräten? Kurze Antwort, ja. Also wenn du jetzt wirklich auf ein so ein Embedded-Gerät hin willst, also bei meinem Drucker zum Beispiel ist es so, ne, der hat auch ein WLAN-Interface, könnte ich natürlich mitsniffen, aber was jetzt zum Beispiel Firmware-Updates betrifft oder wenn der Drucker halt von sich aus ins Internet geht, habe ich halt nicht die Möglichkeit, da jetzt mitzusniffen, weil ich eben nicht in der Lage bin, ein eigenes Zertifikat überhaupt einzuspielen. Dann wird es, wie ich eben im Vortrag auch angedeutet habe, aufwendig, weil dann musst du wirklich Hand anlegen und dann wird es eine längere Odyssee. Ja, soweit ich weiß, bei Android kann man zumindest Zertifikate einpflegen. Ja, das, also wenn du die Folien von Pre-Talks runterladest, da habe ich auch ein paar Screenshots drinnen, die habe ich jetzt bei dem Video weggelassen und bei Android kann man das tatsächlich so machen. Und die meisten Apps, wenn sie halt einfach nur die TLS-Funktionalität vom Betriebssystem verwenden, kann man damit aufmachen. Und schwierig wird es dann nur, wenn du eine App hast, die jetzt von sich aus Certificate Binning macht, dann wird es halt, wie gesagt, wieder schwieriger. Gut. Wir warten noch mal kurz, ob es noch weitere Fragen gibt. In der Zwischenzeit kann ich mal sagen, wie es dann
nach dem Vortrag weitergeht. Im gleichen Saal 2 gibt es dann Educate and Collaborate with Collabora Online and Moodle. In Saal 1 gibt es Streaming von Musikkonzerten. Und in Saal 3 ist das KOI Tastaturlayout. Zwei Fragen sehe ich gerade. Ja. Das eine ist, kannst du Certificate Binning machen, Binning-Sachen umgehen, indem du per DNS-Alias den Client auf eine andere Domain umleitest? Ich glaube nicht, weil Certificate Binning bedeutet ja, dass wenn der Client das Zertifikat bekommt, er schaut sich das an, geht runter, geht rauf bis zum Root-Zertifikat und dann erwartet er sich ein ganz bestimmtes Zertifikat, also wo sowohl der Issuer stimmt, als auch der Fingerprint stimmt, dass je nachdem, wie paranoid, dass es dann implementiert ist. Das jetzt mit DNS, glaube ich, nicht, dass irgendwas helfen kann. Und die gute Nachricht ist aber wahrscheinlich auch im Embedded-Bereich, also Certificate Binning hat ja auch Nachteile, weil wenn du jetzt eine Implementation von einem Client oder von Hardware hast, die jetzt Certificate Binning macht und du als Hersteller willst dann entscheiden in 5 Jahren in der Zukunft, dass du jetzt zum Beispiel deinen Zertifikatsanbieter wechseln willst aus irgendwelchen Gründen, dann hast du ein Problem, weil du auf jeden Client halt eine neue Firmware aufbringen musst, weil ansonsten würde der Client natürlich korrekterweise sagen, dass das Zertifikat nicht mehr gültig ist, obwohl es eh so ist. Das heißt, man findet das dann in erster Linie halt bei Smartphone-Apps, wo man dann relativ leicht Updates ausspielen kann. Eine Frage sehe ich noch, gibt es Projekte, die nachsehen, was die Apps so alles nach draußen senden? Das Erste, was mir jetzt einfällt, ist jetzt eine volle Installation von Pi-hole. Also ich verwende jetzt nur bei mir selber den DNS-Mask-Teil und den Update-Mechanismus, wo ich halt diese Blocklisten mir runterlade, um dann die DNS-Requests zu Tracking und Werbeseiten halt abzufangen. Aber Pi-hole hat in Wirklichkeit noch mehr dahinter. Da ist ja dann auch ein Tracking mit dabei und eine Oberfläche, wo man dann schauen kann, auf welche Adressen oder welche DNS-Requests sind nach draußen gegangen und wie viele davon sind geblockt worden. Das wäre jetzt vielleicht meine erste Idee. Ansonsten hängt es wahrscheinlich davon ab, was deine konkrete Anforderung ist oder was du ganz konkret auswerten willst. Du mir auch schützt ein Tool zu sagen und weil ich halt diese Beihol-Oberfläche wäre jetzt das Erste, was mir einfällt. Ja, oder sonst selber mitsniffen und auswerten. Weil das ändert sich ja mit jedem Programm-Update sicher, was da so kommuniziert wird von den Apps. Kann sein, muss nicht sein, ja. Wie gesagt, wenn man jetzt da DNS over HTTPS aktiviert hat auf dem Handy, dann wird es natürlich auch wieder schwieriger, weil dann sieht man ja die DNS-Requests nicht mehr. Aber soweit ich weiß, kann man das auch abschalten, dass man jetzt wirklich beim eigenen Handy mitschauen will, was da passiert. Also das DNS over HTTPS ist jetzt kein Zwang, sondern das ist ja eine Option, die man einschalten kann. Wenn man es ausschaltet, funktioniert es auch wieder. Ich habe auch gehört, aber ich habe mich jetzt noch nicht näher damit beschäftigt, es gibt glaube ich auch einen, entweder das ist ein Fork oder irgendwie eine Erweiterung für DNS-Mask oder was Pi-hole, wo dann Pi-hole auch als DNS over HTTPS-Server fungiert, aber dann trotzdem halt da die ganze Filtermechanik drinnen hat. Aber ich müsste gestehen, ich müsste jetzt auch selber nachschauen, wie das jetzt genau funktioniert oder was das genau für ein Projekt ist. In der Zwischenzeit haben wir noch eine Frage im Chat. Gibt es irgendeine Lösung, um ein Diff von 2 gesnifften Sessions anzuschauen, das dann schön dargestellt wird, zum Beispiel für eine Softwareentwicklung? Na, wüsste ich jetzt keines. Das Erstbeste wäre dann auch nur eine Art Export oder Export machen und dann mal einen Text-Editor tiffen. Aber also ich kann sagen, es gibt wahnsinnig viele TCP-Dump-Tools. Ich wollte dann eine Folie machen und ein paar vorstellen, aber das wäre dann zeitlich komplett aus dem Ruder gelaufen.
Ich würde einfach sagen, such auf GitHub oder bei deiner Linux-Distribution nach Paketen, die halt GCP im Namen haben. Vielleicht ist da was dabei, was dann genau das ist, was du brauchst. Kommt wahrscheinlich einmal darauf an, was man jetzt tiefen möchte, ob das jetzt die Zeit ist oder nur der Inhalt. Bei der Zeit nicht, aber wahrscheinlich geht es darum, oder ich vermute mal, es geht darum, dass du sagst, du hast eine Client-Server-Kommunikation, du hast einen Sniff mit einem Art-Referenzstand und den willst du dann später mit einem anderen Softwarestand vergleichen, ob das sich noch alles gleich verhält, die gleichen Requests und Responses geschickt werden, vermute ich jetzt einmal. Ja, also mir, das Erstbeste, was mir jetzt einfällt, ist halt, dass man halt aus diesen PCAP-Files irgendwie eine Art Klartext-Export macht von dem Traffic und dann mit einem normalen Text-Diff-Editor sich die Unterschiede anschaut. Aber ich müsste jetzt auch suchen, ob es das bessere Tool für die PCAP-Files schnupfen und entsprechend dann aufbereitet darstellen können oder halt die Unterschiede entsprechend aufbereitet darstellen können. Gut, dann bedanke ich mich nochmal für den Vortrag und für die ausgiebige Q&A-Session. Soll ich sonst noch einen Jitsi-Raum erstellen, falls es noch Fragen oder Diskussionsbedarf gibt? Ja, also ich würde reingehen dann, wenn du mir einen Link schickst. Ja, ich habe ihn schon Wer im Lust hat, kann Kasten. joinen natürlich. Ja. Genau. Gut, Ja, dann gut. sage ich Dann mal hänge ich mich Danke von den gerade Seiten der den Link raus Linux-Tage. und wechsle dann rüber. Ausgezeichnet. Danke und noch einen schönen Tag. Okay, Baba. Ciao.